Demokratie ist keine Zuschauerveranstaltung. Und das ist mir hier sehr wichtig. Ich muss nicht Ihnen vorschreiben, was dieses Land braucht. Ich bin nur so stark und kann so stark sein, wie Sie sind und Ihre Anregungen. Ich unterstütze den Helge, weil ich ihn als sehr aufrichtigen und ehrlichen Menschen kennengelernt habe. Er ist für mich eine integre Persönlichkeit und er spiegelt auch die sozialdemokratische Gesinnung. Ich unterstütze Helge Lindt, weil er die Nähe zu den Menschen sucht und ihre Anliegen vertritt. So Typen fehlen in der Politik. Das können wir nicht mit aussitzen, das können wir nicht mit zuschauen, sondern indem wir handeln. Ich habe selten jemanden erlebt, der so präzise zu allen Themen deutlich mit Kenntnisreichtum Stellung nehmen kann. Er unterstützt Menschen aus allen Nationen, er macht keinen Unterschied. Er weiß, wie man Leute überzeugen kann und er kann auf jeden Fall Berlin mit seinem Wissen bereichern. Er kann einfach so ein bisschen aufmischen in dieser ganzen Berufspolitiker-Gremium. Unsere gemeinsame Aufgabe, das zu schultern. Sie und ich zusammen. Ich unterstütze Helge Lindt, weil er klug, ehrlich und absolut bodenständig ist. Er meint das, was er sagt, mit ganzem Herzen. Und das Gute an ihm ist, er vertritt es auch mit ganzem Herzen, mit einer Inbrunst, die überzeugt. Helge ist modern, Helge ist ehrlich und ich glaube, dass der Helge auch den Auftrag verstanden hat, den er jetzt annimmt. Deswegen bin ich für Helge, ganz klar. Helge funktioniert nach Emotionen und Verstand und setzt die richtigen Prioritäten für eine gute Politik. Ich finde, er hat einfach das Zeug dazu und er hat es verdient zu gewinnen.